So hätte ich es mir jetzt nicht erwartet. Wir haben die schicke Tür, die aber leider immer noch verschlossen sein wird. Ah, nein, jetzt kommen wir auch drüber. Oh, Mr. Khan. Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. Ja. Ja, gut, George, versteck dich mal im Schrank. Besser ist das. Da ist eh bloß eine Hose drinne. Mr. Khan. Ja, Augen zu und durch, George. Ah, ja. Die schicke Designerhose hat der Herr gewechselt? Puh, George, das war ja schon knapp. Nicht? Aber wir haben was Neues. Und zwar die schicke Hose mit dem schicken Muster, die wir Die jetzt einmal Hose passt anschauen. zu dem Jackett, das der Killer in Paris verloren hat. Genau. Und jetzt hoffen wir, dass in dieser Hose etwas zu finden ist. Ich kann mein Treffer. Glück kaum fassen, als ich in den Taschen seiner Hose zwei Gegenstände finde. Das erste ist ein gewöhnliches Streichholzbriefchen. Keine Streichhölzer, keine Anhaltspunkte. Das zweite ist eine Art Ausweis. Auf der Karte stand Thomas Morlin, Grüber Elektronik. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich das sein, von was er getarnt in dem Hotel eingesteckt hat. Monsieur Thomas Merlin. Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club Alamut verziert. Club Alamut. Klingt jetzt nicht gerade nach einem französischen Club, würde ich mal vermuten. Und wir haben die Karte mit Die der. Karte, die ich im Hotelzimmer gefunden habe, Thomas Merlin Grüber Electronics steht drauf. Wir können es jetzt versuchen, nochmal direkt durch die Tür. Wie. Okay. Haben jetzt eine Karte. Mit dieser Karte sollten wir wahrscheinlich mal versuchen, ob wir die Dokumente, die die Lady erwähnt hatte, uns aneignen können. So, reden wir nochmal mit dem Herrn über die Was Karte. jetzt, Monsieur? Wir haben da eine schicke Karte. Guck dir mal Sagt an. Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morland. Genau, Moilin, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Schade. Okay, Sagt was Ihnen ist dieses damit? Streichholzbriefchen etwas? Non, Monsieur. Wer meldet sich Sind Sie Schlüssel los? sicher, dass Sie den Schlüssel nicht zurückhaben möchten? Nein, behalten Sie ihn, bis Sie mit Ihren Detektivspielchen fertig sind. Okay. Danke für Ihr War Entgegenkommen. jetzt ein bisschen überraschend nüchtern. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir mit der Karte weiterkommen. Vielleicht kann uns der Herr ein bisschen mehr über diesen lustigen Club verraten. Und schon wieder. Hallo. Fragen wir ihn auch erstmal nach unserem neuen Fundstück, nach der Karte. Kennen Sie diese Karte? Nein. Und der Sagt Club? Ihnen der Name auf diesem Streichholzbriefchen etwas? Ja, das tut er. Denn Alamut war die Heimat des alten Mannes der Berge. Erkennen Sie ihn nicht? Nein, tut mir leid. War jetzt auch ein bisschen ernüchternd. Hier möchte ich den Schlüssel haben. Erkennen Sie diesen Schlüssel? Nein, leider nicht. Okay, hilft uns relativ Vielen Dank wenig für Ihre Hilfe. weiter. Auf Wiedersehen. Mal schauen, ob uns die Dame mit der Visitenkarte und dem Chirurgenbrief weiterhilft. Hi, Ma'am. Hallo George, was kann ich denn wohl für Sie tun?
Okay. Fragen wir mal nach der Visitenkarte. Diesen Pass habe ich in Morlins Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Ja. Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Morlins Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem werde ich einen echten Grund zur Angst geben. Folgen Sie mir, George. Die Dame ist der Joker in dem Spiel. Der gekonnte Hüftsprung. Da, George, da hast du ja einen Fisch an Land gezogen. Haben Sie ein Päckchen von Morlin in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Morlins Pass gezeigt? Oh ja, das hat er. Aber... Also, wo liegt denn das Problem? Er ist nicht Morlin. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Falls er irgendetwas versucht, erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Pierrement. Einen Augenblick, bitte. Die Dame ist der echte Joker. Oh. Der Wissen ist zu viel Sie, gegangen. So viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen, nicht mehr? Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Pierrement. Voilà, Monsieur. Les manuscrits du Monsieur Morlin. Das war ja extrem gut. Wie wunderbar. Eine angloamerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat. Der Empfangschef hat hier wird auch nochmal auf die britisch-amerikanische Beziehung drauf eingehauen. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nikos Wohnung bin. Das ist aber doof. Die alte Handschrift, die Khan von Plantar gestohlen hat. Okay. Sollten wir uns nochmal telefonisch mit Nicole unterhalten? Weil wir haben ja jetzt eine Menge neuer Kenntnisse. Und zwar eine Schriftrolle, den Namen, unter denen er eingeschickt hat. Denke mal, das sollte ein bisschen mehr ins Gespräch gehen. Hi, George hier. Geht es dir gut? Ja, ausgezeichnet. Hey, ich habe etwas Unglaubliches, was ich dir zeigen muss. Ach ja, was denn? Eine Überraschung. Ich mag keine Geheimnisse, George. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, aber ich komme bald und zeige es dir. Irgendwas sagt mir, dass das nicht gut gehen wird. Weil wir haben noch die beiden Kleinkanonen da draußen wieder. Vor der Tür. Hier haben Sie schon niemals diese alte Schriftrolle gesehen? Sie wissen, was das ist, nicht wahr? Sie befinden sich in großer Gefahr. Oh. Geben Sie die Schriftrolle zurück. Und gehen Sie. Was ist denn los? Mehr kann ich nicht sagen. Ich glaube, da sind wir genau richtig. Wir haben vielen Dank für Ihre Hilfe. Gestoffen. Auf Wiedersehen. Ja, ich denke mal, wir versuchen jetzt unser Glück und gehen nach draußen. Irgendwie weiß ich, George, das wird dir jetzt nicht so gefallen, was wir vielleicht da draußen finden. Nee, genau. Die beiden Herren. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Ha! Naja, was suchen die Herren? Mist! Ist es das, was du suchst, Guido? Sieh, das ist es. Ich kann alles erklären. Naja, fast alles. Zu spät. Sie werden sich jetzt als Fischfutter betätigen. Ich bin allergisch gegen Fisch. Ich krieg überall rote Punkte, wenn ich Thunfisch esse. Los jetzt. Ganz doofe Idee. Oh, nein, und da war er. Unser erster Tod. Ganz schlecht.
Ach, darum heißt es nochmal hart. So, der Speicherstand ist wiederhergestellt. So, ich denke mal, zur Sicherheit speichern wir kurz. Nennen das Ganze einfach mal Take 3.1, weil wir sind ja mitten im dritten Take. So, und versuche einen Lösungsweg zu finden. Wir wollen ja nicht, dass unser lieber George nochmal Fischfutter findet. Gerade wo wir jetzt wissen, dass er Fische nicht so mag. Die Tür ist verschlossen. Ah, wir haben ihn. Ja, George, da hättest du doch mal selber dran denken können, den Schlüssel selbst zu nehmen. Ja, alles muss man dir erzählen. Okay. Ich merke schon, ich sage einfach mal viel zu oft okay. Das, wenn euch das stört, sagt mir Bescheid. Okay. Nein, Spaß beiseite. Es ist nie so einfach. So, wir haben die Rolle. Und lass die einfach mal runter. So nicht. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in die Hände fällt. Ja, unser George scheint auch ein Déjà-vu zu haben, weil er hat wohl ein Gefühl dafür, was ihn draußen vor der Tür erwartet. So. Nun ganz flink und flott aus der Tür. Ja, komm, George. Das haben wir auch schon mal schneller gesehen. So. Auch wieder so eine Macke von mir. Immer dieses so. Das ist echt nicht einfach, gewisse Sprachfetzen einfach sich abzugewöhnen. Oh. Na, jetzt, ja, da wäre es fast wieder ausgehört. Wir sind soweit alles fertig. Wir haben die Rolle geschickt aus dem Hotel geschmuggelt und können jetzt gelassen zurücklegen und den Wiesel und dem Yeti begegnen. Einen Augenblick, Monsieur. Oh, kein Was Problem. Haben Sie für ein Problem? Wir haben kein Problem. Wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, Flap, mach mal. Jetzt wissen wir wenigstens, wie der Yeti mit Vornamen heißt. Lass Flap. Das Finger weg, du Riesenaffe. Ach so, ist jetzt kein Yeti mehr, sondern ein Riesenaffe. Ein Riesenaffe, der grüne Anzüge trägt. Nichts, Guido. Nada. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Ja, ja, kein Problem. Bitte? Ich sollte euch bei der Polizei melden. In dieser Gegend sind wir die Polizei. Soll ich ihm die Arme brechen? Nein. Lass ihn los, Flap. Okay. Hehe. Das war wohl nix. Aber das hätte uns jetzt wahrscheinlich gute 5 Minuten Spielzeit eingespart. Okay. Und da sind wir nun. Und haben unsere schicke Rolle. Wenn Sie hinter der Handschrift her sind, werden Sie eine herbe Enttäuschung erleben. Ja, ist auch gemein von dir, George. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. Genau, das tun wir auch. Wieder in Nikos Apartment.